Okay, fliegen wir weiter, oder? Kann ich ja schon mal nicht mitnehmen? Das wäre cool. So, hier gab es aber noch eine Mission. Die will ich erstmal abschließen. Ja, dorthin fliegen. So. Nein, Yoshi bleibt anscheinend doch da. Und das Raumschiff guckt Mario nach, wie er fliegt. Ja, ja. So, was haben wir hier für eine Galaxie? Also für eine Mission. So viele Stachis. Okay. Stachis. Da. Ja, wo Stachis sind, sind meistens auch Lakitus. Naja. Okay. Das sind definitiv Stachis. Ob Yoshi die fressen kann? Naja, er kann auch diese Kaktuspflanzen fressen. Von daher kann ich mir das gut vorstellen. Und in Super Mario World, wo er als erstes aufgetaucht ist, da konnte er sowieso alles fressen. Also, ja. Stachis, auf die möchte ich nicht springen, denke ich. Das wäre ziemlich... Aua. Ich zitiere aus Paper Mario. Rate mal, welches Körperteil von dir dann verletzt wird. Die Füße. Ja. Nee, die Füße habe ich jetzt dazu gedichtet. Aber gut. So, was steht hier? Lesen. Ich will lesen. Ich will mich bilden. Auch durch Drehen gelangst du auf Yoshis... Ja, das kenne ich von irgendwoher. Das Buch ist langweilig, das habe ich schon gelesen. So, dumm. Steuerung. Pointer. So. Ich habe den Stachy in ein Stachy-Ei verwandelt. Und ich kann ihn anscheinend schießen. Aber das war nicht so toll. Naja. Ich hätte mich vielleicht vorher da hochstellen sollen. Halte A gedrückt, wenn du auf Yoshi reitest, damit er in die Luft... Ja. Genau. Das weiß ich auch schon. Lakitu, sag ich doch. Lakitu, Lakitu, komm her. Ich habe deine Wolke gegessen. Kann man Wolken essen? Wolken bestehen aus Wasser. Demzufolge würde Yoshi die Wolken trinken. Ich sollte aufhören, logische Schlüsse aus einem Spiel ziehen zu wollen. Naja. So, wo wollen wir denn jetzt lang? Das ist mal eine gute Frage, oder? Was sagst du mir? Oh, das ist noch ein Lakitu. Selbst Yoshi kann diese stacheligen Pieksdinger nicht essen, nicht wahr? Ja, stimmt, er spuckt sie wieder aus. Toll. Nur das wolltest du mir jetzt sagen, oder? Ist hier oben noch was? Noch was Neues? Nö. Okay. Wahrscheinlich, wenn ich in einer anderen Mission die Sterne, die Kometenmünze nicht gekriegt hätte, dann hätte ich hier jetzt eine zweite Chance gehabt. Aber ich habe sie ja gekriegt. So, nochmal. Hoch. Hoch. So. Lakitu, gib deine Wolke her, die ist lecker. So. Was ist da eigentlich drin? Ah ja, Sternteile. Gut, wo will ich denn hin? Tut mir leid, wenn euch das jetzt nervt, dass mein Pointer so hin und her gewackelt ist, aber ist halt manchmal so. Ja. Das liegt jetzt auch daran, dass ich die Sensorleiste von meiner Wii auf meinen PC-Bildschirm, Flachbildschirm, geklebt habe. Mit Tesafilm. Daran kann es liegen. Wobei die beiden Sensorfenster, was eigentlich keine Sensoren sind, glaube ich, aber die trotzdem mal gerne so genannt werden, die sind nicht überklebt, aber ja, ich glaube, ich weiß, was ich machen soll. Aber es könnte halt sein, dass diese ungewohnte Position das stören könnte. Okay, aber hier muss ich nicht weiter. Ich muss woanders weiter. Und seht ihr, ich kann über solche Passagen gehen, ohne zu sterben, wenn es nur nicht leckt. Wow. Okay. Und wenn ich alles sehe... Okay, ich hatte schon einen Moment Angst. Nein! Dumm, die Dummen, das habt ihr nicht gesehen. Naja, aber das war jetzt auch nicht die Schuld des Programms oder so, das war die Schuld des Stachis. Das war auch nicht meine Schuld, das wollte ich damit nicht sagen, nein. Aber was wäre ein Spiel ohne seinen Gegner? Und die sollen ja auch einen Sinn haben. Die sollen den Sinn haben, dass sie einen manchmal Schwierigkeiten bereiten. Ja, ja. Jetzt sehen wir doch mal, dass das Spiel eigentlich gar nicht so schwer ist. Und das sage ich, obwohl ich gerade gestorben bin. Ja. Jetzt möchte ich gerne zu der Stelle, wo... Da, genau da. Da ist der Warpstern. Nennt man den so? Ich weiß gar nicht. Sternenring, genau, das war's. Sternenring und Warp-Röhre, das war's. So, wo landen wir? Auf einem Plateau-Planeten. Checkpoint? Was sind das eigentlich für Dinge? Mache ich eine Stampfattacke? Ich höre keinen Sound, deshalb weiß ich nicht. Sieht ein bisschen wie eine Stampfattacke aus, aber ich höre es nicht, deshalb weiß ich nicht, ob es wirklich das ist.
Ja, dumm. Mein Pointer war aus dem Bild. Yoshi, bleib hier. Wenigstens legt er Verschnaufpausen ein. Anders als in Super Mario World, wo er kontinuierlich wegläuft und von Abgründen fällt und so. So, was? Toll, ich habe mich so auf den Lakitu konzentriert, dass ich nicht gesehen habe. Da ist ja der Planet ja zu Ende. Da musst du wohl zurückgehen. Nein, das habe ich mir da nicht gedacht. Ach so, jetzt sehe ich, was es sind. Das sind die Stellen, wo Yoshi-Eier erscheinen können. Gut. Ja, jetzt sehe ich doch etwas wenig, aber... Kann ich über diese Dinger hier balancieren? Über diese farbigen Seile oder was auch immer das sind? Jetzt wäre ich, glaube ich, fast wieder runtergefallen. Vor allem sehe ich jetzt nicht, in welcher dieser Kapseln was ist. Das könnte jetzt ein bisschen ein Problem werden, aber... Ich glaube, ich brauche einen Stachy. Darauf läuft es hinaus. Darum kommt der Lakitu auch sofort wieder. So. Schießen wir mal da drauf. Da sind Sternenteile. Unwichtig. Dann schießen wir mal in die goldene Mitte. Da ist ein Luma drin. Danke, dass du mir geholfen hast. Okay, ich nehme an, der verwandelt sich gleich in den Sternenring. Und da waren wieder Sternteile. So. Ja, er verwandelt sich. Wer hätte das gedacht? Gut, fliegen wir weiter. Wow, da hätte ich noch einen nehmen können. Okay, nehme ich beim nächsten Mal. Geheimnisse. Ja. Oder Abkürzung, kann auch sein. Naja. Den Versuch sammle ich nicht auf, bevor ich das ausgefahren habe. So viel Vertrauen habe ich dann doch wieder nicht. Okay, ich glaube, Versuch ist auch nicht so ein guter Name. Der nervt auch mit der Zeit. Ich nenne sie One-Ups. Ich versuch's zumindest so. One-Up Mushrooms. So. So. Ich brauche einen Stachy. Ah, ja. Endlich braucht man die mal zu was. Ich meine, früher waren die immer unnütz. Hey! Okay, ich hab's noch geschafft. So. Hui! Okay. So, da will ich hoch. Was ist... Wer bist du denn? Wilkie. Lila Wil... Lakitu King. Verfressener Lakitu King. Du solltest ein bisschen weniger zu Fastfood-Restaurants gehen, weißt du? Ja. Ich glaube, ich habe schon herausgefunden, was ich machen soll. Juhu. Yoshi, bleib hier. Ich brauche dich. Wenn es wirklich so ist, wie ich denke. Verdammt, mein Pointer wackelt so. Ich muss ihn erstmal wieder ausrichten. So. So. Yay, ich habe ihn getroffen. Wer hätte gedacht, dass ich ihn so besiegen muss? Wow. Naja. Oh, er ist elektrisch geladen, wie es scheint. Wow. Das war nicht nett, mein Lieber. Wo ist Yoshi? Ich habe gar nicht... Achso, da ist er. Ich habe gar nicht bemerkt, dass ich abgestiegen bin, dass ich ihn verloren habe. Ups. Ja, genau. Geh wieder von der Boss-Plattform unter, Mario. Ist doch nicht wichtig, ist ja nur ein Boss. Ja. Genau das wollte ich damit sagen. So, wieder rauf. Nein, wieder rauf. Ja. Okay, schieß deine Stachis, Lakitu King, oder wie auch immer du heißt. Wow, zwei auf einmal. Nein! Yoshi! Bleib da, hast du immer noch einen im Mund? Ich will's hoffen. Komme ich hier jetzt auch noch hoch? Ohne Yoshi? Dumm, ich brauch mal ganz schnell Heilung. Hier ist ein Yoshi. Ich bräuchte mal dringend eine Münze. Mindestens eine. Da ist einer da oben, aber ich hab Angst, dass ich das nicht bis dahin schaffe. Ah! Dieser doofe Pointer. So. Ich muss noch eine bessere Aufnahmelösung finden. Die ist nicht so gut. Okay, die Stachis verschwinden anscheinend auch, wenn ich den treffe. Nein. Jetzt ist er wütend. Wow, jetzt habe ich aber Angst. Okay. Kann ich ihn einfach so abschießen? Nee, kann ich nicht, wenn ich auf Yoshi reite. Okay. So. Stehe. Na. Dumm. Yoshi. Warte. Ich brauche Münzen, verdammt.
Ja, jetzt ist es zu spät. Ich hätte noch welche holen können, aber dafür müsste ich von Yoshi absteigen. Ja, ja. Okay, ich starte hier wieder. Das ist okay. Solange ich es nicht wieder vermassle. So. Ja. Da haben wir wieder die lila Giftwolke. Ist das nicht eine Pokémon-Attacke? Naja. Weiß ich jetzt nicht. Es gibt Giftpuder und Säure und so. Giftstachel gibt's. Naja. Ich glaube, Giftwolke gab's auch als Attacke. Naja. So. Verdammt, die sind weg. Achso, da ist noch einer. Aber egal. Den hätte ich im Flug aufsammeln können, dann wäre noch ein Ei gewesen und ich hätte mir Zeit sparen können. Aber egal. So. Sternteile. Gesund, lecker. Wobei, gesund nicht, aber lecker schon. Ja. Yoshi ist wieder weg. Aber da ist er ja wieder. Oh, Yoshi, hab dich lange nicht mehr gesehen. Das hätte ich am Anfang sagen müssen. Das stimmt jetzt ja noch. So. Ja. Genau. Jetzt ist er wieder wütend. Jetzt haben wir wieder Angst. Da ist eine Münze, die ich nicht brauche, aber... Ja, ich hätte sie mir aufsparen können vielleicht, aber ich glaube, sie wäre sowieso verschwunden. Und... Auf ihn drauf. Ich sagte... Moment. Auf ihn drauf. Darf ich ihn nicht mehr... Na okay, ich hole mir erstmal eine Münze. Ich sagte, ich hole mir eine Münze. Eine Münze. Danke. Jetzt hole ich mir Yoshi. Yoshi, nicht verschwinden. Ich wollte dich gerade holen. So. Und auf ihn drauf. Ich sagte, auf ihn drauf. Hab ich es geschafft? Ich glaube nicht. Hm. Noch eine Münze holen. Zur Heilung. So, jetzt... Ja, jetzt bin ich mal auf Yoshi draufgestiegen, indem ich mich gedreht habe. Was ich eigentlich nicht so logisch finde. Und ich habe ihn besiegt. Ja, da guckst du, ne? So, was war das denn? Ist da gerade ein Schlüsselloch runtergefallen oder habe ich mir jetzt eingebildet? Oder war das was anderes? Naja. Hier ist jetzt auf jeden Fall ein Stern. Und Yoshi und Mario sammeln ihn gemeinsam ein. Was für ein Team. So, Stern erhalten. Das geht jetzt ziemlich flott. Im Vergleich zu vorher. Ja, ja. So. Der vierte Powerstand ist das schon. Genau. Aber ich liege immer noch weit zurück. So. Und weiter geht's. Ich würde sagen, zum nächsten Abschnitt. Was haben wir denn da? Was ist das? Ah ja. Okay. Komm schon, Mario kann jetzt noch weiter fliegen auf einmal. So, aber, hier gab es doch noch so ein kleines Geheimnis, aber... Ich habe irgendwie Lust, dem auf den Grund zu gehen. Ich hoffe, ihr nehmt mir jetzt nicht übel, dass ich jetzt nochmal hier reingehe. Ich möchte das nochmal untersuchen. Da war nämlich noch ein Sternring. Unterwegs. Ja. Genau. Unterwegs sind wir gerade. Ich sollte mehr darüber nachdenken, was ich in meinen Let's Plays sage. Ja. Zum Beispiel habe ich in der Aufnahme von vor einem Monat aus Versehen irgendwie, glaube ich, Super Mario Bros. 2 beleidigt. Dabei finde ich es gar nicht mal so schlecht, aber ich war halt ein bisschen aufgeregt wegen meiner Fails davor. Naja. Eigentlich macht Super Mario Bros. 2 ja ziemlich Spaß, auch wenn ich es noch nie bisher so lange gespielt habe. Aber oh, hier ist ein Teleporter. Egal. Ich gehe dorthin. So. Dumm. Das hat nicht geklappt. Ich brauche dich. So. Das hat auch nicht geklappt. Ich brauche noch einen Stachy. Hier ist einer. So. Eigentlich finde ich Spiny klingt besser. Aber das ist ja der englische Name. Und der deutsche Name lautet Stachy. Darum nenne ich es mal so. So, hier war der Standring. Oder? Oder der kam jetzt später. Ja, der kam, glaube ich, jetzt später.